herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Videoserie C Programmieren mit der Virtual C IDE. Wir bleiben noch ein wenig bei der Verarbeitung von Integer-Variablen. Als nächstes möchten wir ein Programm schreiben, das den Mittelwert einer Reihe von Zahlen ausgibt und das Ganze mit Hilfe von Integer-Variablen berechnet. Wir beginnen unser Programm wieder mit einer Ausgabe. Also bitte eine Folge von Zahlen mit Komma getrennt eingeben. Als Variablen benötigen wir einmal die Summe für die Mittelwertbildung. Wir initialisieren jeweils mit 0. Die Gesamtanzahl, die aktuell eingegebene Zahl. Und wir lesen noch das Komma ein als Chartyp. Wir wollen nun so lange von Tastatur einlesen, solange eine Zahl gefolgt von einem Komma oder eben eine einzelne Zahl eingelesen wird. Das heißt, die Eingabe einer Zahl ohne ein Komma beendet die Eingabe. Dazu formulieren wir eine Bedingung. Wir haben ja die Vorschleife schon kennengelernt. Jetzt lernen wir die abweisende Schleife kennen, die sogenannte While-Schleife. Die Bedingung heißt so lange, while. Wir formulieren jetzt eine Bedingung. Wir lesen ein von Tastatur mit Hilfe von scanf. Wir möchten eine ganze Zahl, das ist Platzhalter d, und wir möchten ein einzelnes Zeichen, nämlich das Komma, einlesen. Das ist bei uns der Platzhalter %c. Das heißt, die Eingabe der Zahl, das ist Kaufmanns und Adresse von Zahl und Adresse von Komma. Um jetzt festzustellen, ob eine Zahl korrekt eingegeben wurde, überprüfen wir den Rückgabewert der scanf-Funktion. Scanf liefert die Anzahl der erfolgreichen Konvertierungen zurück. In unserem Fall erwarten wir den Wert 2. Das heißt, wenn eine Zahl eingegeben wird und ein Komma, dann würde scanf 2 zurückgeben. Wir können also sagen, solange while scanf gleich 2, dann wiederhole. Und das gleiche wie bei for gilt für while. Auf die Anweisung while folgt ein Anweisungsblock oder eine einzelne Anweisung. In unserem Fall werden wir einen kompletten Block verwenden. Wir summieren auf Summe unsere Zahl auf. Wir können das in C kurz schreiben mit plus ist gleich Zahl. Das entspricht Summe gleich Summe plus Zahl. Wir erhöhen die Anzahl ganz einfach mit Anzahl plus plus, wie bei unserer Zählerschleife. Und wenn kein Komma eingelesen wurde, falls also Komma ungleich dem Zeichen Komma, dann verlasse die Schleife und das können wir mit Hilfe der Break-Anweisung realisieren. Auf eine If-Bedingung, die Bedingung steht in Klammern, folgt eine Anweisung oder ein Anweisungsblock. Hier in diesem Beispiel habe ich nur die Break-Anweisung verwendet. Wir springen damit mit Hilfe von Break aus einer Schleife heraus, und zwar aus der innersten Schleife. Das ist bei uns jetzt die While-Schleife. Das heißt, wir brechen ab, wenn in der Eingabe kein Komma auf die Zahl folgt. Im Anschluss können wir das Ergebnis berechnen. Ich nenne die Variable jetzt einfach kurz MW für Mittelwert. Das ist die Summe geteilt durch die Anzahl. Und wir können den Mittelwert ausgeben. Wenn wir unser Programm testen, zum Beispiel 1,2,3 eingeben, dann wird der Mittelwert berechnet und der ist dann natürlich in dem Beispiel 2. Wir arbeiten mit ganzen Zahlen, das heißt, wenn ich 1,2 eingebe, dann schneidet C mir einfach die Nachkommastellen ab.
Das heißt, es wird nicht 1,5 ausgegeben, sondern es wird nur der Wert vor dem Komma ausgegeben. Das wollen wir jetzt gleich im Anschluss noch anschauen, wie wir auch Nachkommastellen mit Hilfe von ganzen Zahlen berechnen können. Für die Berechnung von Nachkommastellen mit ganzen Zahlen verwenden wir einen einfachen Trick in C. Wir verwenden einfach den Faktor 100 und multiplizieren diesen auf die Summe auf. Das heißt, wir expandieren damit den Wertebereich und für die Ausgabe geben wir erst die Vorkommastelle geteilt durch 100 aus, also wir dividieren durch 100 und die Nachkommastellen geben wir mit Hilfe des Divisionsrests aus. Das Prozentzeichen, der sogenannte Modulo-Operator, berechnet den Ganzzahlenrest einer Division. Das heißt, wir schreiben jetzt hier Komma Prozent D und bekommen so die Ausgabe auf zwei Nachkommastellen. 1,2 beispielsweise, wir bekommen die 1,5. Wollen wir das Ganze für drei Nachkommastellen realisieren, dann multiplizieren wir mit dem Faktor 1000, dividieren durch 1000 und rechnen modulo 1000. Letztendlich können wir die Zahlen so weit mit 10er Prozenten im Zahlenraum verschieben, wie wir nach oben Raum haben. Das heißt, wir können im Bereich von 2 Milliarden bei Integer rechnen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass unsere Summe mal dem Faktor natürlich diesen Maximalbereich nicht überschreitet. Wir müssen noch auf eine Sache aufpassen, was ich demonstrieren kann an der Stelle ist, ich habe das mal vorbereitet. Bei der Ausgabe der Nachkommastellen müssen wir aufpassen. Ich habe hier zum Beispiel eine größere Zahlenfolge und der Mittelwert berechnet sich scheinbar zu 1,64. Das erscheint sehr unwahrscheinlich bei meiner Eingabe von sehr vielen Einsern gefolgt von einer 3. Tatsächlich ist der Mittelwert nämlich 1,064. Das heißt, bei der Ausgabe der Nachkommastellen müssen wir darauf achten, dass wir führende Nullen ausgeben. In dem Fall, wir wollen auf drei Stellen nach dem Komma ausgeben, also drei führende Nullen. Wir können das in C vor dem Platzhalter Prozent D platzieren, indem wir mit einer 0 die Ausgabe von führenden Nullen erzwingen und die Anzahl hier in dem Beispiel 3 mit angeben. Wenn wir jetzt das Programm ein zweites Mal starten, die Eingabe austesten, dann sehen wir, dass jetzt der korrekte Mittelwert im 1,064 ausgegeben wird. Bei einer Falscheingabe, zum Beispiel bei einem Buchstaben, stürzt unser Programm ab, weil es zu einer Division durch 0 kommt. Also hier an der Stelle ist Anzahl 0, unser Divisor 0. Wir sollten also nur dann dividieren, wenn Anzahl größer als 0 ist. Ich rücke das hier in der if-Bedingung ein, das heißt, jetzt stürzt unser Programm nicht ab. Damit der Benutzer weiß, dass es sich um einen Fehler handelt, sollten wir auch eine Fehlerausgabe geben. Ich schreibe printf, bitte eine korrekte Folge eingeben. Und jetzt ist unser Programm geschützt davor, dass die Eingabe schief läuft. Wir haben die if-Bedingung kennengelernt im Rahmen unserer Weilschleife. Wir haben jetzt noch ein weiteres Konstrukt kennengelernt, das ist die Else-Anweisung. Else ist der Alternativzweig der if-Bedingung, das heißt, es wird entweder der Mittelwert berechnet, falls Anzahl größer 0, oder es wird unsere Printausgabe, unsere Fehlerausgabe ausgeführt. Auch ein Else kann entweder ein Anweisungsblock oder ein einzelnes Statement enthalten. So, ihr könnt jetzt den Durchschnitt eurer Schulnoten ausrechnen. Weiterhin viel Spaß mit C und der Virtual C IDE. Bis zum nächsten Mal.